Baba ist deine. Biber ist deine. Nicht Baba. Babas Shrimps. Baba Gum Shrimps. Hamburger, Fritten und Malls. Getränke. Burger, Pommes und Getränke. Getränke. Was braucht man mehr? Lichterkette. God bless America. Eine rot-weiß-blaue Lichterkette. Wie hübsch. God bless America. Okay. God bless America. Ja, ja, ja. Kaugummiautomat. Nice. So einen alten Kaugummiautomaten habe ich ja ewig nicht mehr gesehen. Gehört wohl zum Diner. Die fahren da drin auch die Nostalgie-Schiene. Aber in den 90ern gab es die Kaugummiautomaten noch. Ich habe auch immer aus den Dingern gezogen, wenn ich aus der Grundschule kam. Nein, wirklich nicht. Ach komm schon. Stell dich nicht so an. Okay, dann halt ich. Was haben wir hier noch? Mülltonne. Er spiegelt sich sogar in den Fensterscheiben. Das ist ja richtig nice gemacht. Bezaubernd. Das ist stinkender Müll und ich habe kein gesteigertes Interesse daran. Bezaubernd. Vielleicht sagt er, oh, da liegt ja doch was Interessantes. Man weiß ja nie. Eingang deiner. Gehen wir mal rein. Ja, einfach die Straße runter. Danke sehr. Ey, du Huso. Leute gibt's? Ja. Okay, mal sehen. Hier können wir viel entdecken. Die Karte, die Kasse. Mr. Biber. Ach, das ist Mr. Biber? Okay. In der Küche arbeiten zwei oder drei Leute, wie es scheint. Einer davon ist Mr. Biber. Mrs. Biber ist hier draußen ganz allein. Ich glaube, sie muss ziemlich schuften. Okay, gucken wir uns erstmal alles an. Hier gibt es alles, was man in einem Diner erwarten würde. Vom Frühstück, Lunch, Kuchen bis hin zum Dinner. Die Spezialität sind natürlich Hummer, wie überall hier in der Gegend. Ich muss gestehen, dass sie ziemlich lecker sind. Metallschild. Die Spezialität sind natürlich Hummer, wie überall hier in der Gegend. Ich muss gestehen, dass sie ziemlich lecker sind. Ich habe Metallschilder angeklickt. Kasse, Kasse. Ich weiß nicht, ob der Laden läuft. Jedes Mal, wenn ich hier bin, sind zwar ein paar Leute da, aber ob das reicht? Reich wird man damit sicherlich nicht. Okay. Brot. Erstmal mitnehmen. Ich nehme mir etwas Brot mit. Mrs. Biber wird wohl nichts dagegen haben. Zack. Kann man zumindest ein Sandwich machen. Wenn ich mir jetzt die Taschen mit Brot vollstopfe, fühle ich mich auch nicht besser. Ja, ist okay. Essig. Ketchup, Senf, Mayonnaise, Salz, Pfeffer, Sirup, Zucker. Und eine Flasche Essig. Klar, nehmen wir einfach mal ein Essig mit. Es ist nicht mehr viel drin. Vermutlich wird sie niemand vermissen. Wer weiß, wofür wir die brauchen. Okay, Musicbox, Hummer. Ein großer, hässlicher Plastikhummer. Nicht gerade appetitanregend. Der Elch ist das Nationaltier hier, aber gleich dahinter kommt der Hummer. Sehr cool. Bullaugen? Sollen wohl sowas wie Bullaugen darstellen. In Wahrheit sind es verglaste Schaukästen. Die Rückwände der Schaukästen sind blau angestrichen. Sie zeigen beide Unterwasserszenen mit Plastikfischen und Hummern. Kitschig. Und nicht weiter interessant. So, raus. Oh, wir können mit dem Arzt reden. Das ist hier unten. Arzt, nur angucken. Was wäre eine 50er-Jahre-Kneipe ohne Jukebox? Ich kann nur mit dieser heile Welt und was sind wir nicht alle gut drauf Musik nicht viel anfangen. Wäre da was von Pearl Jam drin, würde ich mir den Spaß erlauben. Aber Buddy Holly schockt nicht. Ah, okay. Können wir denn mit dem auch reden? Nein, scheint nicht, ne? Ein Mann in einem weißen Kittel. Mitte 40, würde ich schätzen. Könnte Arzt sein. Nur weil er so ein Ding umhängen hat, muss ja kein Arzt sein. Ein Mann in einem weißen Kittel. Okay, ich kann auch nicht mit ihm reden. Schade. Gut, dann reden wir mit Mrs. Biber. Das ist Mrs. Biber, glaube ich. Soviel ich weiß, führt sie diesen Laden zusammen mit ihrem Mann. Kannst du nicht reden? Entschuldigung. Komme sofort.
Was darf ich dir bringen, Junge? Eigentlich soll ich Ihnen etwas bringen. Ist von Fuller. Vom Fotostudio. Psst. Los. Komm rüber. Ich kann mir denken, worum es geht. Der alte Dreckskerl. Ich hätte es wissen müssen. Ungeziefer wird man so schnell nicht wieder los. Sag ihm, ich... Sagen Sie es ihm am besten selbst, was immer Sie... Der, was gibt's da zu reden? Warum lässt du unsere Gäste warten? Verschwinde und sag deinem Boss, er soll zur Hölle fahren. Ist ja nicht so gut drauf, wa? Was zum Teufel war das denn? Sie scheint kein Fan von Fuller zu sein, so viel ist klar. Und der Typ in der Küche sollte nicht sehen, dass sie Post bekommen hat. Vielleicht bedroht er sie oder so. Kann ich nochmal mit dir reden? Mrs. Biver? Was willst du essen? Ach so, Mr. Fuller. Was willst du? Ich frage mich nur, was Fuller... Ich habe weder Zeit noch Lust, mich über diesen Abschaum zu unterhalten. Verzieh dich! Oh, warte, ich... Mrs. Biver? Ich lasse keinen ruhigen Moment. Ich habe nur den Brief gebracht. Ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Ich kann Fuller auch nicht ausstehen, aber ich... Aber arbeiten tust du trotzdem für ihn, was? Schön Geld kassieren. Es ist nur nicht sein Geld, es ist... Lassen wir das. Es ist nicht sein Geld, okay. Warte. Stopp, Mrs. Biver. Sorry, Mrs. Biver. Biver. Schön, dass du immer noch kommst, wenn ich Fragen habe. Carrie. Können Sie mir etwas über eine Carrie erzählen? Sie soll sich umgebracht haben. Ja, Carrie. Das war ein ganz liebes Mädchen. Immer hilfsbereit, immer freundlich. Sie wollte hier einen Kindergarten eröffnen. Es gibt hier in der Gegend nicht viele solche Einrichtungen. Und die Eltern müssen ihre Kids dafür ewig durch die Gegend kutschieren. So ein hübsches Mädchen. Hatte noch das ganze Leben vor sich. Ich habe ein Foto von ihr in Fullers Schaufenster gesehen. Sie war wirklich sehr hübsch. Wenn ich das nur geahnt hätte. Das arme Ding. Wie meinen Sie das? Ach, nicht so wichtig. Es ist sowieso zu spät. Alle haben irgendwie Geheimnisse, ne? Ich frage mich gerade, ob ich das Brot an den Haken machen kann. Wo ist mein Haken? Da. Ob ich das Brot an den Haken machen kann? Kann ich aber nicht. Ich drücke mal ein bisschen drauf rum. Okay. Brotkrümel? Brotkrümel. Falls ich mich mal im Wald verlaufe. Oh, nice. Okay. So, mehr können wir hier, glaube ich, nicht machen. Brot haben wir schon. Mit Mrs. Biber können wir nicht mal reden. Dann gehen wir mal raus und gucken uns weiter in der Gegend um, bevor wir wieder zu Fuller zurückgehen. Hallo, Junge. Du bist Darren Michaels, oder? Oh. Ja? Und Sie sind? Oh, entschuldige. Mein Name ist Newhouse. Ich bin Arzt im Gesundheitscenter. Im Gesundheitscenter? Sie meinen im Krankenhaus da draußen? Nun ja, wir nennen es das Biddeford Gesundheitscenter. Wir sind nicht nur ein Krankenhaus, bei uns gibt's auch Yogakurse, Kochkurse und... Und was wollen Sie von mir? Ich kenne deine Mutter, Darren. Um genau zu sein, waren wir heute Morgen hier verabredet. Sie und ich. Wir wollten im Gesundheitscenter einige Bilder aufhängen, die deine Mutter gemalt hat. Ja und? Sie ist nicht da. Und normalerweise ist sie ja immer... Sie ist ja immer so pünktlich, nicht wahr? Sowas kommt bei ihr nie vor. Ich habe gerade wenig Zeit. Ich werde sie anrufen, okay? Sobald ich wieder im Laden bin, Doc. Vielleicht hat sie das Treffen nur vergessen. Wie du meinst. Aber eigentlich... Ich muss los. Ich rufe Mom nachher an und sage ihr, dass sie im Gesundheitscenter auf sie warten. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Okay. Das ist doch der perfekte Zeitpunkt, um mal zu speichern, ne? Wir überspeichern einfach Shaui. Ja, Shaui ist immer noch okay. Ja, will ich auch überschreiben. Okay, wir haben einen neuen Tagebucheintrag. Was für ein Morgen. Ich habe gerade die unglaublichste Frau getroffen. Angelina, das haben wir schon. Meine Mom, typisch Mom. Sie wohnt noch kein Jahr in Biddeford und hat schon die halbe Gemeindearbeit an sich gerissen.
Dr. Newhouse, den ich im Diner getroffen habe, wollte sich mit Mom treffen, um einige Bilder von ihr zu kaufen. Sie ist nicht aufgetaucht. Wird sie etwa langsam vergesslich? Ich sollte mal kurz bei Mom anrufen und sie ihre Verabredung mit dem Gesundheitscenter-Typen erinnern. Sieht ihr eigentlich gar nicht ähnlich, dass sie einen Termin verpasst. Können wir nicht vielleicht auch hin? Gehen wir mal zu ihr. Ich glaube, da wir konnten von hier aus zu ihrem... Da geht's zum Diner, da geht's wieder zurück. Okay, wir können auch in die Polizeistation. Wir können aber auch zum Muttershaus. Ich will so schnell wie möglich zurück ins Fotostudio. Wenn ich mich beeile, treffe ich diese Angelina vielleicht noch. Okay. Telefon. Ein Münzfernsprecher. Außer Betrieb steht da. Verdammt. Wenn ich Kleingeld bräuchte, würde ich mir das Ding vielleicht genauer ansehen. So aber nicht. Okay, schade. Krankenhaus. Okay. Könnte man hier links auch noch irgendwo hin? Nee. Krankenhaus oder Muttershaus? Können wir nicht. Können wir ins Krankenhaus gehen? Das ist das Krankenhaus. Ich versuche mich davon fernzuhalten und bisher war ich damit erfolgreich. Das ist das Krankenhaus. Okay, da können wir nicht rein. Polizei? Das ist der Eingang zur Polizeiwache. Ich fühle mich nicht allzu wohl in der Gegenwart der Staatsmacht. Oha, das ist ein kleiner Rebell, wa? Gut, da können wir nur noch zurückgehen, damit wir das tolle Mädchen nicht verpassen. Ich versuch's mal direkt über die Postkarte. Oh, guck mal hier. Zum Hafen. Das ist der Fotoladen, der Diner. Was ist das? Das kennen wir noch nicht. Da müssen wir hin. Oh, das da ist sie ja. Das ist ja widerlich. Unfassbar ist das. Aha. Was ist denn los? Dein feiner Chef? Versucht er immer, seine Kunden zu begrapschen? Was für ein Wichser. Nein, nur die Frauen. Das ist nicht witzig. Nein, natürlich nicht. Was soll ich sagen? Fuller ist ein Arsch. Mich bekommt er garantiert nicht wiederzusehen. Darren, würdest du mir die Fotos ins Hotel bringen? Na klar. Gern. Danke, Darren. Das ist echt nett von dir. Ich wohne im Wild Coast, Zimmer 5. Kein Problem. Heute Nachmittag hast du sie. Danke. Mein Held. Also, bis später. Hurra. Die junge Liebe. Da geht mir das Herz auf. Oh. Sie wird verfolgt. Das ist der Typ aus dem Diner. Folgt der Angelina etwa? Hey, gleich hast du ihr den Arsch weggeklotzt. Egal, was die Schlampe dir erzählt hat. Es ist alles erstunken und erlogen. Was ein Wichser, ey. Sicher. Abmarsch! Ich würde direkt kündigen. Huch. Da hat jemand keine gute Laune. Angeknackstes Ego? Bravo, Angelina. Aber gut. Bevor ich mit dem ganzen Krempel anfange, rufe ich auf jeden Fall kurz bei Mom an und erinnere sie daran, dass sie die Bilder ins Krankenhaus bringen wollte. Und irgendwie muss ich an den Film kommen und Abzüge... Moment. Ich habe da, glaube ich, gerade versehentlich was übersprungen. Laden. Deswegen gehe ich nochmal wieder hier zum Diner und gehe wieder zurück. Ich bin hier auf eine Taste gekommen. Da muss man echt aufpassen. Wenn du irgendwo auf eine Taste kommst, dann überspringt er direkt. Hallo? So, ich hatte Schnellreise letztens benutzt. Das ist ja widerlich. So, das überspringe ich mal was eben. Was ist denn los? Bla, 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 mehr bla. Okay. So, mit Tab kann man die Szene überspringen. Ich lasse jetzt aber lieber die Finger davon. Der Typ aus dem Diner. Das ist der Typ aus dem Diner. Der mich angerempelt hat. Genau. Weiß ich das auch mal. Hey, gleich hast du ihr den Arsch weggeklotzt. Egal, was die Schlampe dir erzählt hat. Es ist alles erstunken und erlogen. Schön, dass wir die Szene jetzt nochmal sehen dürfen. Sicher. Das macht ihn gleich sympathischer. Hast du das Paket? Yep. Mach schon, gib her! Wie ist das Fotoshooting gelaufen? Ach, halt die Klappe. Ich meine nur, die junge Dame...
Das Flittchen ist weg, okay? Kein Abschiedsbussi für den kleinen Darren. Und jetzt an die Arbeit. Die Regale hier könnten mal abgestaubt werden. Und die Regenrinne ist undicht. Und du musst noch die Runde mit den Hunden von Mutter drehen. Die Geh Hunde? Noch mal zurück zur Poststelle und frag, ob schon neues Fotopapier angekommen ist. Der Postbote hat noch keinen Abholschein gebracht. Und der Laden könnte auch noch ausgefegt werden. Huiuiui. Da hat jemand keine gute Laune. Angeknackstes Ego? Bravo, Angelina. Aber gut. Bevor ich mit dem ganzen Krempel anfange, rufe ich auf jeden Fall kurz bei Mom an und erinnere sie daran, dass sie die Bilder ins Krankenhaus bringen wollte. Und irgendwie muss ich an den Film kommen und Abzüge von Angelinas Bildern machen, ohne dass Fuller mich dabei erwischt. Okay, wo haben wir ein Telefon? Kasse. An meinem ersten Tag hat mein freundlicher Chef mich ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er genauestens über den Geldbetrag in der Kasse Buch führe. Ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass ich nichts mitgehen lassen soll. Okay. Ich habe kein Interesse an der Kasse. Leuchttisch. Das ist ein Leuchttisch zum Betrachten von Dias und Negativen. Ah, da können wir es drauflegen. Funktioniert. Jetzt bräuchte ich nur noch Dias oder Negative. Alles klar. Können wir mit dem noch mal reden? Entschuldigung. Was willst du? In dem Paket, das ich geholt habe, hat es leise geklimpert. Ich hoffe, es ist nichts kaputt gegangen. Was war denn drin? Das geht dich in Scheißdreck an! Als ob er ihm das sagen würde. Okay, Mrs. Biber. Mal sehen. Mrs. Biber war... Naja, sie schien nicht sehr erfreut über ihren Brief zu sein. Na und? Hast du den Brief gelesen? Nein. Aber sie schien zu wissen, worum es ging. Das möchte ich wetten. Es war eine Rechnung. Und wer freut sich schon über Rechnung? Eine Rechnung, aha. Angelina Carey. Soll ich vielleicht die Fotos vom Shooting vorhin schon mal entwickeln? Du sollst tun, was ich dir sage. Aber ich könnte sie doch schon mal entwickeln, dann brauchen sie später nicht. Kümmere du dich um deinen Job. Ich kümmere mich um die Fotos. Ende. Irgendwie muss ich an die Bilder kommen. Sie sind bestimmt noch in der Kamera. Okay. Entschuldigung. Noch mal nach Carrie fragen. Was willst du? Erinnern Sie sich an Carrie? Was für eine Carrie? Sie Carrie war eine Fischer Kundin natürlich. Bei Ihnen. Hat sich vor fast 2 Jahren umgebracht. Dunkle Haare, grüne Augen. Und warum sollte ich mich an sie erinnern? Denkst du, ich merke mir jedes Gesicht, das ihr reinschneit? Naja, von ihr steht ein Foto vorne im Schaufenster. Na und? Was interessiert sie dich überhaupt? Mach lieber deine Arbeit, sonst mache ich dir Beine. Okay, da können wir wohl nicht allzu viel machen. Was haben wir denn sonst noch? Fotohalter. Diese Fotohalter bestehen aus so einer Art Presspappe. Man kann Bilder aufkleben und sie so besser aufhängen. Der Nachteil ist, dass sie leicht verstauben können. Ich brauche da nichts von. Ich hänge meine Bilder nur selten auf. Okay. Fernseher. Nicht verwunderlich, dass Fuller eine Ablenkung braucht. Pro Tag kommen mir nicht einmal 5 Kunden rein. Gestern, als ich den Verkaufsraum aufräumen musste, liefen die ganze Zeit irgendwelche dämlichen Nachmittagstalkshows. Ich wäre fast wahnsinnig geworden. Was für ein Leben. Was haben wir noch? Kamera? Scheinwerfer? Da geht nach links. Postkarten. Welche Regale soll ich denn abstauben? Die Postkarten zeigen alle Motive aus Neuengland. Das sind die Standardkarten, die man hier überall bekommt. Wem sollte ich eine Karte schicken? Meinen spießigen Kommilitonen, die ich kaum kenne? Oder meiner Mom, die ein paar Häuser weiter wohnt? Rahmen und Kartons. Die Bilderrahmen werden nicht gerade professionell präsentiert. Allerdings hätten sie es auch nicht verdient. Warum immer so negativ? Okay, wir versuchen mal, wir gucken mal, ob wir hier an diese Kamera kommen. Fullers Kamera. Der Film mit Angelinas Fotos ist bestimmt noch drin. Aber ich habe keinen Schimmer, wie ich den Film aus der Kamera nehmen soll, ohne dass Fuller es bemerkt. Ich muss es wohl später versuchen. Okay, Scheinwerfer. Die Ausrüstung des Stümpers ist eigentlich nicht schlecht. Und ziemlich kostspielig. Die Lampen sehen noch fabrikneu aus. Die hat er bestimmt noch nicht lange.
Also vielleicht Geld ausgegeben, das nicht sein Geld ist? Vielleicht lief der Laden früher besser und er hatte Ersparnisse. Oder er hat sich die neuen Lampen auf Kredit gekauft. Der Laden kann das zumindest nicht abgeworfen haben. Oder er hat diese Dingens bestochen, warum auch immer. Weil sie hat ja über ihn geflucht und hat gesagt, das ist gar nicht sein Geld. Okay, Kameras, Fotoapparate können wir uns angucken. Viele der Sachen sind hier überteuert. Aber ist ja auch klar. Es gibt hier im Ort nur einen Fotoladen. Das nutzt er aus. Einfache Spiegelreflexkameras für den Privatgebrauch. Nichts Besonderes. Okay. So, dann können wir in den Keller, Hinterzimmer oder Dunkelkammer. So, ich guck mal eben, was wir jetzt machen sollen. Aufgaben. Hallo? Ah ja. Mom anrufen, Angelina Fullers Foto bringen. Film mit Angelinas Bilder besorgen. Irgendwo im Laden muss der Film mit Angelinas Bilder sein. Der Film mit Angelinas Bilder ist noch in Fullers Kamera. Irgendwie muss ich daran kommen, ohne dass der Alte es merkt. Fotopapier besorgen. Wenn ich den Film erstmal entwickelt habe, muss ich Abzüge auf Fotopapier machen. Dummerweise liegt Fullers Bestellung immer noch bei der Post. Okay, wir haben ja zumindest schon mal einen Blanko-Abholschein. Mein Gott, der hustet die ganze Zeit rum. Ich guck mal, ob wir nochmal in den Keller kommen. Und hier jetzt vielleicht irgendwas Neues rumliegt, was wir können. Wir können garantiert diesen Napf hier mit Wasser füllen. Oder nicht. Ich will das Gitter nicht öffnen. Warum auch? Haben wir sonst noch was? Vielleicht können wir ja hier jetzt gucken. Da muss irgendein Geheimnis drunter sein. Diese Bretter hier liegen nicht parallel zur Wand, sondern sind um 90 Grad gedreht. Sie bilden ein Rechteck von etwa 80 cm Breite und 60 cm Höhe. Seltsam. Die Bretter sind gar nicht fest. Sie schwanken leicht und sind ein kleines Stück im Boden versunken, als ich draufgestiegen bin. Ja Mensch, dann mach doch mal auf. Irgendetwas ist seltsam mit dieser Stelle. Aber ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Irgendetwas ist seltsam. Ach ja, okay. Also ich denke mal, hier ist irgendwas versteckt. Mal sehen. Irgendein Foto von Strand und Meer. Können wir hier noch was ändern? Lieber nicht. Wenn ich schlechte Bilder sehen will, kann ich das auch... Ah. Schnur 1 bis 5. Wahrscheinlich müssen wir die richtigen Schnüren ziehen, damit hier das Ding aufgeht. Ja, ich verstehe. Ich verstehe so Rätsel. Okay, hier unten werden wir wahrscheinlich nichts mehr finden jetzt gerade. Deswegen gehen wir mal die Treppe hoch und dann gucken wir uns in den anderen Bereichen um. Gehen wir mal zur Dunkelkammer. Wir brauchen noch einen Stift. Ah, nice. Alles klar. Hier gibt es so einiges. Was ist denn das? Entwicklerbehälter. In diesen Behälter wird ein nicht entwickelter Film gelegt. Dazu wird dann Entwicklerflüssigkeit gegeben und nach kurzer Zeit ist der Film entwickelt. Magic. Ich lasse ihn lieber hier stehen. Außerhalb der Dunkelkammer kann man damit sowieso nicht viel anfangen. Das heißt, wir brauchen erst den Film. Wasserschale, Entwicklungsbehälter, Entwicklerschale, Papierkorb. Ein ganz normaler Mülleimer. Ich merke ihn mir, falls ich mal was wegschmeißen will. Touché. Ein ganz normaler Mülleimer. Alles klar, was haben wir noch? Belichtungsapparat. Fixierer. Sehr schön, den brauchen wir auch. Eine kleine Flasche mit Fotofixierer. Da ist nicht mehr viel drin, aber es reicht noch für eine Anwendung, denke ich. Zack. Das heißt, wir haben Entwickler, Fotoentwickler und Fixierer. Brauchen wir garantiert hier in die Entwicklerschale. Entwickler in die Entwicklerschale. Zuallererst Licht aus. Ist vielleicht im dumm, Moment dass wir... gibt es keine Fotos, die ich entwickeln könnte. Okay, alles klar. Also nochmal was nicht. Wasserschale. Wo ist denn die Fixierschale? Egal. Gucken wir uns alles erstmal an. Da liegt auch noch was. Das ist ein Belichtungsapparat. Man legt oben den entwickelten Film ein und unten auf dem Tisch ein Blatt Fotopapier. Das Foto wird auf das Blatt projiziert und das Papier damit belichtet. Ja,
Ich kenne es. Okay, wir können es benutzen. Im Prinzip ist das Ding nur eine starke Lampe mit einer Linse davor. Ähnlich wie ein Diaprojektor oder sowas in der Art. Das ist ein Belichtungsapparat. Okay. Schrank. Destilliertes Wasser. Eine Flasche mit destilliertem Wasser. Die nehme ich mal mit. Die nehme ich mal mit. Sehr schön. Schrank. Ein alter, ziemlich abgegriffener Schrank. Wasser und alle möglichen anderen Flüssigkeiten sind auf seiner Tür entlang gelaufen und haben ihre Spuren hinterlassen. Okay. Also, mehr können wir hier, glaube ich, nicht machen. Da ist zwar auch Wasser drin, aber müssen wir wahrscheinlich hoch. Also, noch haben wir keinen Film. Deswegen gehen wir jetzt mal hoch. Ah, zum Arbeitszimmer. Auch nicht schlecht. Wenn wir denn da rein dürfen. Ja, dürfen wir da rein. Im Arbeitszimmer gibt es bestimmt einen Stift. Kuckucksuhr. Eine billige Kuckucksuhr aus der alten Welt. Zeugt von Fullers feinem Gespür für geschmackvolle Innendekoration. Ich glaube, Fuller hat vor einigen Jahren mit seiner Mutter eine Weltreise gemacht. Könnte ein Andenken sein. Ich kann nichts Auffälliges entdecken. Höchstens dieses kleine eckige Loch am Ziffernblatt. Wird die Uhr damit aufgezogen? Hier ist eine kleine Öffnung. Da würde locker mein Finger reinpassen. Mal sehen. Das scheint ein Mechanismus zum Aufziehen zu sein. Hinten ist ein kleiner Knopf. Aufziehen kann ich die Uhr nicht. Aber den Knopf drücken. Ja, dann drück doch mal. Oh! Okay, ja, reicht. Weiß zwar nicht, was ich damit anfangen soll, aber na gut. Wahrscheinlich auch wieder so eine Timing-Sache. Wir müssen das Kuckuck machen. Da ist vielleicht irgendwas fertig. Hintertür zum Hinterhof. Kugelschreiber, den nehme ich mal mit. Ein abgenutzter, angekauter Kugelschreiber. Alles klar. So, dann würde ich sagen, schreiben wir uns mal einen Abholschein. Und wenn doch, umso besser. So richtig fies. So, wollen wir den Blankoscheck hier. Blanko-Abholschein. In Ordnung. In Ordnung. Fälschen wir halt ein Dokument. Scheiß drauf. Ich habe ihn ausgefüllt. Ein Paket für Fuller an seine Adresse. Ich hoffe, das reicht so aus. Zack. Ich habe den Schein soweit ausgefüllt. Vielleicht reicht das, um ein Paket zu bekommen. Immerhin etwas. So, Kühlschrank. Nichts in dieser Welt wird mich dazu bringen, diese Tür zu öffnen. Man muss sich doch nur hier umsehen, um eine Vorstellung zu bekommen, wie es da drin aussieht. Hey, das ist ein Safe. Nein. Nein. Mikrowelle. Der Fettsack ernährt sich fast nur von Kaffee und Burritos. Das lässt auf ein frühes Ende hoffen. Der ist so nett zusammen, Chef. Gestern hat Fuller ein Mikrowellenburrito mit Chili-Schoko-Truthahnfüllung gegessen. Ich hätte nicht gedacht, dass es sowas gibt, aber es ist so. Es ist so. Herrlich. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Tresor. Oh, was haben wir hier? Mülleimer. Komm, such mal den Mülleimer durch. Ich soll Fullers Müll durchsuchen? Ja, das habe ich gesagt. Das hieße, das ganze Haus zu durchsuchen. Also nein. Oh Mann, der ist so sarkastisch, ey. Telefon, anrufen. Mom anrufen, genau. Mit Wählscheibe. Top 90er. Sie scheint gerade zu telefonieren. Oh. Was fällt dir ein, mein Telefon zu benutzen? Während der Arbeitszeit? Das werde ich dir alles von deinem... Ja, schon klar. Ich wollte nur meine Mutter anrufen, aber es war besetzt. Der Anruf wird sie also nicht in den Ruin treiben. Ja, den ganzen Tag nur am Telefonieren, das Weib, was? Hat vorhin auch schon angerufen, als ich die Kleine geknipst hab. Irgendein Gefasel von einem Adrian und einem Spiegel. Ach, ich hab aufgelegt. Ich hab Besseres zu tun, als mir solche Verrücktheiten anzuhören. Meine Mutter hat hier angerufen und unverständliches Zeug geredet? Wohl nicht mehr ganz fit im Kopf, das alte Fräulein, was? Wo willst du hin? Hey, du hast noch nicht Pause! Mom?
Mom! 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 Kannst du mich hören? Mom! Nichts. Aber sie atmet. Herzschlag überprüfen. Ihr Herz schlägt. Sie lebt. Okay. Krankenwagen rufen. Ja, auf jeden Fall. Richtig. Krankenwagen. Notrufzentrale. Notruf? Ja, mein Name ist Darren Michaels. Ich habe gerade meine Mutter gefunden. Sie ist bewusstlos. 5 Minuten später. In welcher Welt leben die, dass sie dann schon da Bringt sind? Bringt sie ins Krankenhaus, aber sehr vorsichtig. Ach, der Doktor. Ich komme gleich mit meinem Wagen hinterher. Wie sieht's aus? Schwierig zu sagen, Darren. Sie muss wohl gestolpert sein und hat nun eine schwere Kopfverletzung. Wie schlimm es genau ist, kann ich erst im Krankenhaus feststellen. Aber wie kann sie so ungünstig fallen, dass sie... Dafür ist jetzt nicht die Zeit. Nimmt deine Mutter irgendwelche Medikamente? Ich weiß nicht. Sie hat immer eine Menge Schmerzmittel gehabt wegen ihres Rückens. Keine Ahnung. Such bitte alles zusammen, was nach Medikamenten aussieht, und bring sie mir ins Krankenhaus. Wie sieht es mit Allergien aus? Nicht, dass ich wüsste. Das reicht leider nicht. Könntest du die Nummer ihres Hausarztes rausbekommen? Vielleicht eine Krankengeschichte besorgen? Ja, werde ich suchen. Ich sehe sie im Krankenhaus. Sehr gut. Ach ja, wir bräuchten den Versicherungsschein deiner Mutter. Auch das. Beeilen Sie sich bitte. Und noch Geld. Medikamente, die Krankengeschichte und ein Versicherungsschein. Ich beeile mich lieber.